Ich stelle den Nares. Wird als erstes beschossen und kriegt keinen Hit. Ja, Fernkampfstufe 1 für Scholle. Was ist denn da los? Eieiei. Scholle nicht so gut, ha? Huh? Darkloft getroffen. Oh. Hast du etwa gerade... Oh nein, da... Das, was wir hier sehen, ist ein Molotow-Cocktail. Was er original durch die Schießscharte geworfen hat. Knappe Nummer. Aber wisst ihr was? Wir müssen das hier unbedingt kurz ausmachen. Das, dazu haben wir Schmolle geholt. Löschen von Feuer. Capco Bayer, geh mal auf Position. Hey, hey, hey. Oh, oh. Wer wirft hier nochmal mit den Molotovs? Charklo ist sehr zielsicher. Hat direkt hier nochmal... Da kommt das nächste Molotov. Wir müssen kurz prophylaktisch ausweichen. Ja, gut. Oh nein. Nein, nein, nein. Zwei Leute brennen. Nicht gut, nicht gut. Gar nicht gut. Oh... Könnt ihr beide vielleicht sonst... Also Brilliant ist jetzt schon stark getroffen. Komm, Brilliant wird noch umgehauen, weil Brilliant... Sehr gut. Müssen aufpassen. Nächste Molly kommt gleich, ja, ja. Die Wände halten erstmal. Der Isaiah brennt noch ein bisschen. Schmolle ist schon angeschossen. In die rechte Hand und den Oberkörper. Geht's aber sonst ganz gut. Schmolle, kannst du mal ein bisschen Feuer löschen? Weg, kannst du noch mal... Geh mal hier hin. Ist da hin. Damit die da nicht mit der Shotgun mehr... Wo ist die Schmolle? Schmolle ist schon wieder getroffen. Der Isaiah in Panik. Brian fällt halt nicht um. Staubmantel aus Stoff hält gut. Nächste Molo kommt. Ihr müsst ausweichen. Gut, gut. Gegen die Wand. Gegen die Wand. Wunderbar. Gegen die Wand. Wunderbar. Jack, könntest du bitte hierauf schießen? Ich da mit der Shotgun habe ich ein bisschen Angst vor. Kannst du auf... Ich da zum Glück überhaupt nicht zielsicher. Schmolle jetzt sehr stark getroffen. Schmolle jetzt. Schmolle geht nach Hause. Schmolle bringt sich in Sicherheit. Jerizaya hat noch keinen Treffer auf Olivo gelandet. Aber Olivo kommt hier erstmal nicht durch die Wand. Wir werden Olivo kurz mal ignorieren. Oh, Schmolle getroffen. Okay, Sharkloff wurde aber getroffen. Okay, wir müssen mal alle raus hier. Schmolle. Cap Kobaya als Anführer wird Schmolle mal ganz kurz retten. Weil wir können Schmolle hier nicht in dem brennenden Ding liegen lassen. Alle ziehen sich zurück. Stellen sich hier neu auf. Ne, Cap Kobaya sollte ja retten. Okay, die positionieren sich um. Wunderbar. Nein, Cap Kobaya getroffen. Cap Kobaya brennt. Nein. Ja, Speedy. Speedy löscht Feuer. Nee, Speedy, lass mal. Oliver down. Okay, wir haben den ersten. Cap Kobaya schon wieder getroffen. Ah, schon wieder getroffen. Nein, Cap Kobaya. Cap Kobaya down. Tür schließen.
Alle krass verletzt. Olivor als einziger down. Rechtes Auge herausgeschossen bei Olivor. Hat aber eine richtig schöne leichte MP hier liegen lassen. Ist gar nicht schlecht. Sag mal, Tapir, willst du dir die kurz schnappen? Dein guter Recurve-Bogen, schmeiß den mal kurz hin. Bewaffne dich mit der MP und komm dann wieder rein. Scholle ist halt mega schlecht im Schießen. Jerizaya, du stellst dich hier hin. Jack dahin. So. Ich hoffe, die Tür geht jetzt zu. Speedy, mach mal ganz kurz. Ja, so ist gut. Okay. Tapir schnappt sich den. Jawohl, komm wieder rein. Komm, komm, komm. Ja, danke. Ach, hier liegen Sachen im Weg. Okay, Capco Bayer. Schmeiß Schmolle dahin und behandle Schmolle. Okay, okay. Haben wir wirklich alle Register gezogen? Das nächste Mollo. Zurückziehen. Gut, gut. Okay, wird jemand verarztet? Wird verarztet. Also Tapir ist ein richtig guter Schütze, ne? Und zwar geht Tapir jetzt. Wir lassen diese Tür offen. Tapir geht hier raus und schießt von da noch mit. Da kommt Nico. Nein, 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 keine gute Idee. Hm, Tapir, geh hier hin. Jawohl. Scholle wieder getroffen. Oh, es steht gar nicht gut. Zieht euch mal ein Stück zurück. Du dahin. Wir brauchen... Also dieser Molotow-werfende Sharkloft ist das Problem. Nico kommt da gerade von oben. Haben wir gar nicht im Blick gehabt. Scholle down. Linkes Auge herausgeschossen. 6 Stunden. Oh Mann. Mir scheint so, als wollten die keine Holzbeine. Epilog, Mann, danke für die 18 Monate. Ja, danke. Viel Spaß dann beim VOD. Hm, okay, passt auf. Das ist tatsächlich eine knappe Nummer. Okay, Brilliant down, Olivo down. Das heißt, die haben noch 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wir müssen wahrscheinlich nur noch 2, 3 umhauen, dann flüchten die. Unsere Leute sind auch stark gefährdet. Tapir haut jetzt noch Nico um, würde ich sagen. Nico ein bisschen auf Drogen. Das könnte einen Moment länger dauern. Der Rezaya mit Fernkampfskill 10. Wie lange hat Scholle noch? 6 Stunden. Speedy, bitte einmal. Möchtest du nicht? Kann Speedy nicht Medizin? Nee, Speedy verweigert Medizin, weil Speedy ein rachsüchtiges Kind war. Speedy, dann würde ich sagen, nimmst du das Repetiergewehr? Tapir ist down. Oh, uncool. Tapir ist auch down. Wie viel hat Tapir noch? 9 Stunden. Was machen wir? Was machen wir? Wie kriege ich das jetzt noch gedreht?
Spielt die Zeit? Nee, die Zeit ist nicht richtig auf unserer Seite. Das Feuer könnte die natürlich... Unsere Basis ist noch dicht. Auch der Durchbruch hier, deswegen haben wir Doppelverteidigung. Nico schießt hier von der Seite rein. Speedy. Dann geh du mal hier hin und versuch mal Nico abzuknallen. Der Versailler geht mal hier hin. Der geht mal hier hin. Kriegen wir den nächsten Hit. Speedy kriegt voll die Hits von hier unten. Speedy fällt auch bald um. Nico haut ab. Denn Speedy raus aus der Schusslinie. Speedy hat noch einen Hit abgekriegt. Nächste Molotow kommt geflogen. Hoffentlich nicht direkt auf Scholles Kopf, der da liegt. Weg, weg, weg. Sehr gut, sehr gut. Wieder zurück. Randa. Randa. Oh, Jack. Dr. Gonzales mit der Uzi. Die treffen richtig gut. Unsere Leute werden richtig auseinandergenommen. Guten Abend, KOW. Ja, Molotow ist noch vor der Tür. Ja, aber Molotow... Hier brennt eh schon alles. Jetzt einen Molotow durch zwei Schießscharten gleichzeitig zu werfen, ich weiß ja nicht. Wie doll blutet ihr denn, böse Angreifer? Ishtar, du hast noch 7 Stunden, 9 Stunden. Also zwei Leute kippen eh gleich um. Dutchman zieht sich zurück. Das nächste Molo kommt angeflogen. Okay, alle zurückziehen. Ishtar ist down. Aber Sharkloft wär besser. Okay, die haben jetzt schon 3 verloren. Tapir, wie lange hast du noch? 9 Stunden? Scholle 5. Oh, Scholle nur noch. Okay, ganz kurz Gruppen kuscheln. Warte mal, Speedy. Ihr könnt auch von hier schießen, sehe ich gerade. Ist gar nicht schlecht. Macht das mal. So, Jack kümmert sich mal ganz kurz um Jerizaiah. Schieß. Also unsere Mauern halten ganz gut. Scholle hat noch 5 Stunden, 9 Stunden. Trifft doch mal. Wir müssen vielleicht nur noch einen down. Okay, die Wand hier hat nur noch 23%. Jack. Repariere Wand. Kommt nichts an durch diese Doppelschießscharte. Jetzt aber. Oh nein, jetzt wird zurückgeschossen. Oh, wir kommen nicht gegen den Wandangriff an. Ei, 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 ei. Wirft die Gäste raus? Hm. Das könnten wir mal... Können wir die aktiv rauswerfen? Ja, ne? Wir könnten die Gäste... zum Ablenken. Nee, die können wir nicht rauswerfen. Die haben ja auch bezahlt. Das macht ja Sinn. Die haben ja für eine Nacht bezahlt. Doch. Wegschicken. Bringt uns das wirklich was? Die Frage. Wer Notnagel? Okay, Schmolle verarztet gerade Cap Cobaya. Cap Cobaya? Nee, umgekehrt. Gott.
Wir können die nicht mal ins Krankenbett transportieren. Die müssen hier vor Ort behandelt werden, auf dem Boden. So viel Zeit haben wir nicht. Wir haben wirklich jetzt nur noch ein, zwei Stunden, die wir haben, um das Problem zu lösen und die Angreifer in die Flucht zu schlagen. Danach werden wir Tote beklagen. Weil wir zwei Leute auf dem Boden haben, die verbluten werden. Scholle als erstes. Unsere Priesterin, Gründungsmitglied, hat ein Auge herausgeschossen bekommen, liegt da jetzt. Kriegt auch noch Dreck in die Augenhöhle. Ja, die Mauer geht gleich auf. Ja, ja. Versuchen da ein bisschen gegen. Oh, jetzt wird Jerizai, kriegt einen Kopfschuss, hat zum Glück einen Helm auf. Okay, ihr müsst ein bisschen aus dem Weg. Brilliant liegt hier. Aber jetzt wird von unten nicht mehr geschossen. Wir müssen jetzt kurz, wer ist der Beste? Jerizaya, arzttechnisch. Musst du jetzt mal ganz kurz zu Scholle und Scholle retten. Speedy, geh mal aus der Schusslinie. Und beziehungsweise geh mal hier hin. Die da. Oh nein. Ist der auf Drogen? Oh. Okay, wir müssen versuchen jetzt die Finale. Wir lassen die Wand aufgehen. Gucken, ob die denn vielleicht hier durchkommen. Jack fällt nämlich auch noch gleich um. Wir haben gleich niemanden mehr, der die Basis verteidigen kann. Wir haben die Hälfte unserer Leute. Mehr als die, vier von... Nur noch drei stehen. Es stehen nur noch drei Leute. Wir müssen den Konflikt jetzt... Okay. Cap Kobaya, Kampfbefehl. Okay, Jack geht nach oben. Der Rezaya... Cap Kobaya hier hin. So, jetzt schmeißt Jerizaya dahin. Schmeißt Scholle dahin. Und Cap Kobaya war auch nur noch arbeiten. 34 hier. Jetzt muss Jack schnell Scholle behandeln, ohne Medizin. Du gehst hier hin. Jerizaya, du gehst hier hin. Scholle hat noch 4 Stunden. Tapir hat noch 8 Stunden. Schmolle 6. Speedy 15. Okay, es geht jetzt primär um Scholle. Scholle verarzten, während wir... So, Sharkdoft ist durchgebrochen. Oh nein! Sharkdoft hat auch Molotovs. Und das kommt gut. Okay, sie hauen ab. Und wollen so viele Leute wie möglich entführen. Dutchman will Schmolle. Okay, wie sieht's aus? Schmolle, können wir dich... Jetzt müssen wir eine Entscheidung treffen. Schmolle, können wir dich auf dich verzichten? Schmolle ist unser Basis-Hippie. Schmolle ist 24 Jahre, weiblich. Und sehr geschickt. Hat noch 5 Stunden. Und fehlt der eine Lungenflügel. Einen neuen Hippie zu finden, ist nicht so schwer. Jetzt brennt Cap Kobaya. Okay. Oh nein! Schmolle ist gestorben. Schmolle ist tot. Schmolle ist tot. Die wollen auch noch Speedy. Die wollen auch noch Speedy kidnappen. Speedy, gerade ein bisschen bekifft. Stubenhocker, Kurzschläfer. Oh, kriegen wir den noch irgendwie aufgehalten? Jawohl, einen haben wir. Sehr gut. Das war ein richtig guter Hit. Das war... Oh, wieso kommen die jetzt erst, die Hits? Jetzt auf Sharkloft.
Sharklov will Speedy klauen. Capcobaya, komm, du musst jetzt auch nochmal schießen. Wir müssen kurz abbrechen. Nee, wir können nicht abbrechen, sonst verlieren wir Scholle. Feuer. Jerusalem, Feuer. Ja. Oh nein, das war ein Bounce. Sharklov, 8 Stunden. Rechte Nähe, rechtes Bein, linke Hand. Kriegen wir doch hin. Capcobaya, lösch dich bitte. Capcobaya hinterher. Ja. Oh, come on. Die Entdeckung. Eieiei. Was soll denn das? Shotgun auf Eumel. Eumel ist noch so... Eumel geht's noch richtig gut. Eumel hat noch 100%. Lass Tapir in Ruhe. Die Piraten fliehen. Die Piraten fliehen. So, jetzt verfolgen wir. Wo bist du? Ja, Speedy liegt... Okay, okay, Speedy liegt da. Sharkloft, der Speedy entführen wollte, ist umgekippt auf den letzten Metern. Speedy liegt da. Was macht Schnabeltier jetzt? Was macht Nico jetzt? Oh nein, Capcobaya schnappt sich noch jemanden. Oh nein, es sieht so aus, als würde Dr. Gonzales sich jetzt Speedy schnappen. Was macht Schnabeltier da? Okay, wir müssen gleich Dr. Gonzales. Dr. Gonzales hat noch eine Bewegungsgeschwindigkeit von 90%, weil er nur 3 Schüsse abgekriegt hat. Dr. Gonzales hat sich Speedy geschnappt. Okay, Jerusalem, hinterher. Capcobaya, Shotgun bitte auf Nico. Oh, hat nicht geklappt. Hinterher, hinterher. Hinterher, wir lassen die nicht. Nein, nein, nein. Ihr beide werdet die jetzt aufhalten. Lauft. Oh, Capcobaya ist so lahm. Das wird nichts. Nein, wieso sind die so lahm? Jerusalem, hinterher. Capcobaya, das wird nichts. Das wird nichts. Capcobaya stellt sich hier in den... Schnabeltier Eumel, was machst du denn da? Greift jetzt. Oh Mann. Komm, gib mir der Shotgun dich daran. Jerusalem hinterher. Das kriegen wir doch. Das muss doch. Lauf, lauf, lauf. Trifft nicht, trifft nicht. Nabeltier ist wieder abgehauen. Wie geht's Scholle? Scholle leicht verarztet. Läuft schon. Aber Scholle hat wahrscheinlich sehr viel Blut verloren. Wir müssen mit der Verarztung fortfahren. Extremer Blutverlust. Ja, wir müssen sofort die Wunden schließen. Einfach keine Treffer. Schnabeltier kriegt nochmal Shotgun in die Hand und ins Bein und in den Arm. Und schlägt die ganze Zeit auf Jack ein. Während Jack... Scholle verarztet. Ist auch nur mit einer leichten MP... Na, was heißt nur? Jerusalem kann zumindest den Speed halten. Okay, Nico. Nein, Tapir-Tycoon ist tot. Tapir-Tycoon ist tot. Okay, Jerry Seinfeld ist von unten beschossen. Okay, wir haben Schmoll und Tapir-Tycoon verloren. Capcobaya ist jetzt auch bewusstlos. Liegt da 2 Stunden für Cap, unsere Anführerin. Oh, Scholle hat noch 8 Stunden. Okay, jetzt muss Jack sich ganz schnell um Capcobaya kümmern. Oh.
Nee, Jack, das war falsch. Das habe ich falsch geklickt. Oh nein. Triff doch. Triff doch. Die große Verfolgungsjagd. Dr. Gonzales ist getroffen. Dr. Gonzales trägt aber ein Parker aus Stoff, Schafswollhose, T-Shirt aus Stoff, Melone aus Dünnleder. Eigentlich keine krasse Rüstung in irgendeiner Form, aber hält ordentlich was aus. Naja, wird, glaube ich, einfach nicht getroffen. Komm schon. Komm schon, ein Lucky Hit. Sag mal, Schnabeltier! Hat sich hier... Oh nein. Alle down. Schnabeltier trägt jetzt auch noch Scholle. Schnabeltier wird jetzt auch nicht umkippen. Viel zu... Die Wunden sind nicht stark genug. Einzige, der noch steht, ist Jeresiah. Speedy! Speedy ist weg. Schmolle ist tot. Tapir ist tot. Der Resire, einzige Person, die noch lebt, hat aber noch 10 Stunden Auge herausgeschossen. Das erklärt so ein bisschen, dass er nicht trifft. Jack ist in 2 Stunden tot. Scholle in 7. Cap Cobaya, die Anführerin, in einer halben. Oh nein, das... Oh Mann. Wir hatten keine Waffen. Keine anständigen. Wieso waren die Angreifer so strong? Das Molotow hat uns vollen Strich durch die Rechnung gemacht. Cap Cobaya ist soeben gestorben. Das ist halt nur mit einem Auge echt schwer. Die Priesterin. Wir prügeln ihn jetzt im Nahkampf. Ja, speicher mal. Den Speicher will ich natürlich nicht verlieren. Komm, gib ihm. Oh. Mensch. Hilft nicht. Haut Löcher in die Luft. Und haut ihn dann mit der Faust mit einem Schlag. Hat ihn... Warte mal, im Ernst? Er hat ihm den linken kleinen Zeh abgeschlagen. Und das war im Grunde... Das hat ihn getötet? Oder ist das so eine Shellshock-Nummer? Okay, 5 Stunden, 8 Stunden. Der Resire. Behandle. Und ihr... Gäste? Könnten eine Rekrutierung erzwingen, ne? Nee, die könnten wir nicht wirklich. Nee. Nee. Okay. Ja, Scholle und Jeresiah sind die einzigen beiden, die noch leben. Okay, wir haben alle verloren, bis auf Scholle und Jeresiah. Bis jetzt. Wir haben das so
phänomenal mit den Käfern gelöst. Und dann kommen so ein paar Dreckwühler-Menschenangreifer an. Oh, Mann, Mann. Linke Auge rausgeschossen, extremer Blutverlust bei unserer Priesterin Scholle. Jeresiah, rechtes Auge herausgeschossen. Schwerer Blutverlust. Jeresiah ist Gründungsmitglied, hat noch 6 Stunden. Scholle ist jetzt bei 10. Wenn wir die letzte kleine Wunde hier verarztet haben, wird sich Jeresiah selbst verarzten, schnell. Bevor er hoffentlich umfällt. Bevor sie hoffentlich umfällt. Und ist umgefallen. Nein, 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 nein. Ein mysteriöser Fremder. Komm bitte von Westen. Nein, er kommt aus Süden. Wer kommt uns denn da zur Hilfe, Chat? Es ist Schnabeltier. Schnabeltier kommt. Bewaffnet mit einem lächerlichen Revolver. Und läuft jetzt hier viel zu lange hoch. Behandle Jeresiah. Okay. Dann ist Jeresiah, hat noch 5 Stunden, denn er muss die halbe Karte überqueren. Er kommt gleich an, aber wisst ihr was? Ich kann das nicht mit ansehen. Ich gehe kurz auf Toilette. Wir sehen uns. Glaubt nämlich nicht, dass er das schafft. Ihr könnt da zuschauen. Bis gleich. Wenn ich wiederkomme, will ich beide wieder lebend sehen. Immer noch nicht da. Moin Tetzlaff, du lebst noch. Einer der wenigen, als Esel. Okay. Extremer Blutverlust, 91%. Das ist hart. Diese kleine Wunde muss dringend geschlossen werden. Aber es könnte klappen, dass 2 überleben. Schnabeltier regelt das. Zack, Schnabeltier hat jetzt Jeresiahs Wunden. So, jetzt müsste eigentlich Jeresiah im Trockenen sein, sprichwörtlich. Jetzt die letzte Wunde von Scholle. Okay. So, ja, wir haben alle verarztet. Hier können wir nichts mehr. Können wir nicht, die sind alle tot. Können wir nichts mehr machen. Okay, unsere Kolonie besteht jetzt nur noch aus 2/3 Leuten. Schnabeltier, herzlich willkommen. Du bist gut in Bergbau, Stubenhocker, aufreibend, verweigert Intellekt und Handwerk. Gehört dem Haxor-Humanismus an. Eine Vereinigung von loyalistischen Transhumanisten, bei denen der Mensch Vorrang hat. Aha. Mhm. So, für alle, die gerade reinkommen und fragen, was passiert ist, das steht hier rechts. Tot, 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 tot. Entführt. Ja, tatsächlich Speedy. Speedy ist nicht tot, Speedy ist entführt. Das, so schlimm ist es, dass wir das als
dass wir uns daran hochziehen müssen. Okay, Schnabeltier hat jetzt dennoch mal kurz bring die mal. Ja, Schnabeltier. Bringst jetzt mal unsere Priesterin nach Hause. Der Isaiah liegt jetzt hier. Rechte Auge rausgeschossen. Scholle, linke Auge rausgeschossen. Es sind sehr viele Augen, die hier in unserem Vorgarten liegen. Weil auch irgendwer noch hat ein Auge verloren. Ich weiß nicht mehr wer. Aber hier sind mehrere Augen, die hier rumliegen müssten. Aber gut, das Wetter passt zur Situation. Schnabeltier bringt jetzt Scholle in eins der Krankenbetten. Und unsere drei Gäste, die drei Skinhead-Gins, fragen sich so ein bisschen, was ist denn los mit dem Service hier? Was ist denn los? Keiner da? Ja, Holzaugen rein, ne? Und unsere drei Esel haben auch nicht viel. Der dritte. Da, Felix, Speedy und Tetzlaff. Ja, was soll ich machen? Und das hier erstmal zu, das ist wichtig. Immerhin trage ich die passende Kleidung zum Gräber ausheben. Das stimmt, Schnabeltier. Du bist hier unser dedizierter Undertaker. Kann Schnabeltier die Hotelgäste überreden? Wir sehen hier, dass wir zu wenig... Die mögen uns nicht gut genug. Wir bräuchten zwei Freunde. Wir können es probieren, aber da sie jedoch nicht genügend Freunde haben, um sich freisinnig anzuschließen, kostet das 135 Beziehungspunkte mit ihrer Fraktion. Es werden weniger Punkte, wenn sie mehr Freunde haben. Und sie werden dann sofort feindselig. Also die Fraktion wird feindselig. Davon gehe ich aus. Und da... Nee, das machen wir jetzt nicht. Das bringt uns nicht weiter. Wir müssen jetzt die Wunden lecken und nicht auf Teufel komm raus versuchen, einen Djinn zu rekrutieren. Das bringt uns jetzt nicht weiter. Wir müssen... Schnabeltier darf jetzt kurz was essen. Und dann holt er... Jawohl, Jerizaya rein. Jerizaya liegt noch hier. Die ganzen Waffen werde ich mal ganz kurz... Vielleicht holt die denn ja einer. Das wär, jetzt wären Max super. Ja, hätten wir Max gehabt... Das wäre das, dieses Zünglein an der Waage gewesen, die Max. Tatsächlich. Die hätten noch ein bisschen tanken können. Aber wer hätte gedacht, dass bei einem 7 gegen 8 Angriff, es war ja fast, die waren, es war ja nicht viel mehr, es war ja nur einer mehr als wir. Aber es hatten zwei Leute Molotovs und die waren irgendwie sehr, sehr treffsicher. Die haben alle Hits gelandet, die haben ständig Treffer gekriegt. Joints hatte der dabei. Nicht schlecht. Die haben für eine Belagerung sich ausgerüstet. Und ein Bier. So, wir haben Besucher. Yay. Da kommt Ishtar. Oh, Ishtar siehst du heute gut aus. Ishtar im Patchwork-Look. Körperlich einwandfrei. 39 Jahre alt ist sie. Gehört zum Clan des Meeres. Und kann gut mit Tieren, ist ein normaler Mensch. Aber gehört einer Insektoiden-Sekte an. Ja. Weiß nicht, Ishtar will, glaube ich, gar nicht übernachten.
Müssen wir mal gucken, was sie vorhat. Aber wo ist Schnabeltier? Oh, Schnabeltier holt schon. Schnabeltier ist fix. Okay. Na gut, da liegt Scholle, wir spulen. Mehr können wir nicht machen. Unsere Gäste schlafen. Risiko eines schweren Zusammenbruchs. Wer? Bei Schnabeltier? Weil er Leichen gesehen hat, ohne Ende. Eieiei. Komm, schaff das, bevor du zusammenbrichst. Der Resaya ins Krankenbett zu bringen. Ja, okay, so viel dazu. Dann kann Schnabeltier sich ja jetzt erholen. Schnabeltier spielt jetzt erstmal Hufeisen. Man muss ja Prioritäten setzen. Oh doch, Ishtar will hier übernachten. Ishtar übernachtet hier. Und Ishtar hat auch noch keine Freunde bei uns in der Kolonie, oder? Doch. Doch, hat sie. Ist mit Scholle befreundet. Ishtar, bist du gut? Fisherman und Vielfraß. Was ist denn Fisherman? Enjoys the solitude and tranquility inherent to long fishing sessions. Sie will prefer fishing above other activities. Ist ja, also Tiere ist halt irgendwie das, was man echt, was zum Überleben am wenigsten nützlich ist. Aber gut. Kochen 6. Eigentlich brauchen wir alle jetzt. Kann nicht Medizin, null Kunst. Ja, Ishtar, hast du Bock? Wie alt bist du? 39er Bogen. 39. Aber es kostet 45 Beziehungspunkte mit der Fraktion. So viele. So viele. Der Clan des Meeres hat aber minus 15. Da sind wir bei minus 60. Dann wären sie feindlich. Das ist jetzt halt auch nicht so das Wahre. Ah. Benutzen Holzbein fürs Hufeisenspiel. Ja, das steckt hier drin. Falsch rum, das Holzbein, was wir da reingesteckt haben. Okeanos, schönen guten Abend. Danke für den Raid. Und Yellowverse. Oh, guck mal, ich habe Yellowverse Raid gar nicht mitgekriegt. Das ist natürlich unhöflich. Yellowverse. Sorry, hier sind gerade alle gestorben. Das ist meine Ausrede dafür, dass ich den Raid nicht mitgekriegt habe. Blödes Timing. Ein Hello vom Yellow, ja, ja. Könnt ihr Yellow noch von mir grüßen? Und sagen, dass ich nicht mitgekriegt habe, weil hier gerade alle gestorben sind. Das wäre lieb. Okay, gucken wir mal. Nabeltier braucht ein Bett. Nee, du brauchst kein Bett. Hier oben sind genug freie Betten jetzt neuerdings. Kannst du eins aussuchen, okay? Kannst du eins aussuchen. Ah, wir hätten tatsächlich die Mandrill, die Affennummer. Da habe ich nicht dran gedacht. Ich wollte es im Hinterkopf behalten. Tatsächlich die Affen. Oh, das ist jetzt natürlich ärgerlich. Die hätten einen Unterschied machen können. Aber ich glaube nicht, dass die was dran geändert hätten. Wisst ihr warum? Weil die Affen... Die hätte ich ja nicht am Anfang gerufen. Ich war am Anfang sehr zuversichtlich. Als die Angreifer hier rankamen, nach Norden gestürmt sind und uns angegriffen haben, dachte ich, das wird kein Problem. Und ihr wahrscheinlich auch, oder? Und in dem Moment, wo wir gemerkt haben, oh, das wird jetzt aber problematisch, hätten wir hier oben das angreifen können, was schon eine Ecke ist. Da waren eigentlich schon alle verletzt. Das wäre schwierig gewesen. Und dann wären die Mandrill vielleicht irgendwann gekommen. Man weiß nicht von wo. Die hätten vielleicht, wisst ihr was, was auch hätte sein können, dass die Mandrill am Ende denn Scholle und Jerizaya auch noch. Ah, Mann, Mann, Mann. Ja, Pisuke, das kann man ganz gut. Na gut, dann spulen wir mal. Aber wir leben noch, oder? Wir leben noch. Also ein paar.
Fuchs erzwungene Landung. Shuttle. Ist beschädigt, versucht so einen sicheren Platz zum Landen zu finden. Kommandant des Shuttles ist festen Überzeugung, das hier im Hotel zum goldenen Neander gefunden zu haben. Imps werden den Absturzort des Shuttles angreifen. Oh nein, Imps. Die spucken ja auch wieder Feuer. Im Shuttle befindet sich der Anführer und zwei einfache Soldaten. Der Kommandant muss gerettet werden, denn die einfachen Soldaten sind entbehrlich. In 8 Stunden wird ein Rettungsshuttle eintreffen. Boy schließt sich an. 49 Jahre alter Smarty Pants Jogger. Boy ist gut. Weiß nicht, ob das jetzt der richtige Moment ist. Wie viel Zeit haben wir dafür? 12 Stunden. Wir haben 12 Stunden. Oh Mann. Müssen wir machen. Ein Dach hier wäre tatsächlich wegen dem Molotovs. Ja, die sind drüber geworfen. Das hätte Sinn gemacht. Das wäre, das kann ja... Peter Bua, danke Mann für die 8 Monate. EWD Shadow, danke dir auch, ne? Und Epilog nochmal. Ja, wir müssen uns Ishtar holen, ne? Also Ishtar ist jetzt nicht der super... Die super Verstärkung. Tiere 8 brauchen wir halt 0. Aber wir brauchen irgendjemanden. Wir werden Ishtar jetzt... Der Isaiah kann wieder laufen, das ist schon mal gut. Wir werden Ishtar jetzt rekrutieren. Ishtar gehört jetzt zu uns. Plan des Meeres, bei minus 70, aber immer noch neutral. Oh, das klingt aber nicht schlecht. Das ist ja gut. Okay, das hatte ich jetzt nicht. Damit habe ich nicht gerechnet. Und dann haben wir jetzt noch 12 Stunden. Guck mal, Ishtar bringt das Geld weg. Pass auf, Ishtar, wie wär's, wenn du dir eine Waffe schnappst? Du kannst ja tatsächlich gar nicht so schlecht schießen. Und die beste Waffe ist eigentlich die Shotgun. Wobei, die MP, die war auch richtig gut. Nimm mal die MP ruhig. Bewaffne dich mal mit der MP. Was macht Jerizaiah? Konsumiert eine einfache Mahlzeit. Dreht auch gleich durch. Hat mega Hunger. Ist schon leicht unterernährt. 30%. Die Verteidigung gegen die Imps wird gleich interessant. Wir wissen natürlich jetzt nicht genau, wie viele Imps da kommen. Unseren Leuten fehlen die Augen. Jeder hat ein Auge verloren beim letzten Angriff. Da wird es natürlich mit dem Schießen schwierig. Die einzige, die noch was treffen wird, ist Ishtar. Und Schnabeltier. Schnabeltier ist bewaffnet mit einem Revolver. Pass auf, Schnabeltier, steh mal kurz auf. Und schnapp dir auch noch mal irgendwas, was besser ist als dieser lame Revolver. Nimm dir das gute Schießgewehr. Das machen wir folgendermaßen. Als erstes schmeißt den Revolver auf den Boden und bewaffnet sich damit. Okay. Dann, Jerizaiah, wenn du aufgegessen hast, nimmst du trotzdem, auch wenn du nur ein Auge hast, irgendeine Schießwaffe. Fernkampf 10, da irgendwie, ne? Blindes Huhn trifft auch mal einen Imp. Du schnappst dir die Shotgun. Shotgun ist eine gute Waffe für Leute, die nicht richtig gucken können. Da muss man nur ungefähr in die Richtung. Das klappt dann schon. Dann sind sie ausgerüstet. Es wäre super, wenn wir die Verteidigung vorher noch ausgebaut kriegen. Bauen. Würde ich sagen, mach dann mal schnell Schnabeltier. Schnabeltier will jetzt was essen. Ah, okay. Aber danach baust du mal ganz schnell hier die Verteidigung hoch. Dass wir gegen die Imps das wieder... Oh, die ist natürlich jetzt auch durchlöchert, ne? Wir haben hier nur noch 3,5% auf diesem Stückchen. Komm, mampf das und dann bau. Ruht sich aus. Oh, come on. Nein. Bitte hier die Wand schließen.
Okay, er schließt die Wand. Wir nehmen die Quest an. Für Boy. Shuttle dürfte eintreffen. Shuttle abgestürzt. Was hier hinten? Catgirlie, Gravity und Ragul. Jetzt fighten die hier hinten. Wisst ihr was? Das kann passieren, dass wir da gar nicht mitmachen müssen. Weil häufig sind die Verteidiger... Wer ist hier der Anführer? Das sind wahrscheinlich die beiden Wachen. Kanonier und Agent und Kaplan. Einfacher Soldat. Okay, Graffiti ist der Anführer. 25 Jahre alt. Und die beiden sind Husare auch noch. Nee, einer ist Husar. Husare sind gute Kämpfer. Das schaffen die hoffentlich alleine. Wir wissen natürlich nicht, wie viele Angreifer da jetzt kommen, aber... Das läuft schon. Nee, jetzt geht nicht der... Och, komm. Jetzt haben wir es. Okay. Okay, ja gut, dann warten wir mal auf die Angreifer. Gucken wir mal, was passiert. Läuft doch. Ich würde sagen, neuer Tee, alles gut. Ihr Aufenthalt war okay. Sie werden nach einer Weile wiederkommen. Okay. Wir haben geschenkt bekommen. 19 Gold. Wuff. Also ja, tatsächlich Hotel-Business, das haben wir jetzt zumindest gelernt, kommt nicht über die Zimmerpreise, sondern übers Trinkgeld. Diese Hotel-Business-Nummer im Dienstleistungs, das kommt alles übers Trinkgeld. Jetzt hauen sie ab. Der Resire katatonisch. Das ist irgendwie ein blöder Ort. Jetzt muss Schnabeltier, der Resire, der sich hier hingelegt hat, reinholen. Shotgun liegt jetzt auch möglichst weit weg. Holen wir. Dann kommen die Imps. Unsere... Da sind die Imps. Wie viele sind es? Sie werden die Imperialisten angreifen, die im Hotel zum goldenen Neander abgestürzt sind. Verteidige die Imperialisten, bis ihr Rettungsshuttle in 4 Stunden eintrifft. 4 Stunden. Wie viele sind es? 2 nur? Ja, wunderbar. Das schafft der Husar doch alleine. Guck mal, es ist Knupp, Kaio und Sharklov, die schon wieder angreifen. Hier liegt übrigens ein kleiner Panda, den man essen könnte. Ah, der ist schon zu 27% angeknabbert von einem Luchs. Jetzt trifft nicht den Dino aus Versehen, das macht nur noch mehr Probleme. Ja, das LMG ist wahrscheinlich auf die entfernt. Oh, doch, geht. Geht. Nee. Haben sie geschafft. Ohne unsere Hilfe. Wie erwartet. Nabeltier holt gerade. Okay. Gefahr gebannt. Holen wir mal. Aktuell... Ishtar Denaris am Kochen.
mit Kochen 6 und Flamme. Bis ich da tatsächlich, haben wir ja eben gesehen, neben Tiere, zu sonst nicht allzu viel zu gebrauchen. Also ist Ishtar ab jetzt unsere dedizierte Köchin. Das Jagen lassen wir mal. Das lassen hier eh alle. Seltsames Geräusch gehört, sorry. Schnabeltier, du lässt es mit dem Kochen. Das macht jetzt Ishtar. Tierpflege, ja, okay. Wärter, okay. Hilfsarbeit, ja, ja. Kinderpflege, Bettruhe, Patient. Ansonsten könnt ihr nicht viel. Ja, lassen wir so erstmal. Schnabeltier, wir gucken nochmal bei dir. Was wirst du denn so? Bergbau 10, Fernkampf. Medizin 7. Also was ein großes Problem ist, ist die Tatsache, dass jetzt unsere native Ideologie hier irgendwie in der Minderheit ist. Das macht es schwierig. Da düsen sie gerade ab. Boy schließt sich an. Boy? Ja. Oh, Boy. Das sieht mal interessant aus. Bisschen aber juckend. Ja, hat mir gecheckt. Smarter Speer. Wir geben Boy mal einen neuen Namen, okay? Boy wird zu Toni Lustig. Und da sind wir wieder 1, 2, 3, 5 Leute. Wir sind wieder 5. Problem ist, wir sind jetzt ideologisch in der Unterzahl. Wir haben jetzt hier Insektoiden-Anbeter, Haxer-humanitäre Typen und Courageoser Weg. Dunkelheit Bushido. Warrior's Code of Honor. Striking down one's foe unto death itself. Uiuiui. Ja, wir haben die Quest abgeschlossen, so viel dazu. Jetzt haben wir 5 Leute. Und jetzt könnten wir natürlich super gut den Mechanitor gebrauchen, aber. Es ist ein blöd, jetzt einen Mechanitor zu ernennen, bevor ich die Leute ideologisch umgekrempelt habe. Nehmen wir Scholle als Priesterin noch. Könnte tatsächlich, naja, gucken wir mal. The Day Before ist doch kein Extraction Shooter, oder? Maze One. The Day Before ist doch einfach nur, ich habe gestern noch im Internet geguckt, ob das wirklich so schlecht ist, wie die Bewertungen sagen, und oha. Es sieht, sagen wir mal, auf dem ersten Blick akzeptabel aus, sieht leider überhaupt nicht aus, wie es angekündigt war und in den Trailern. Die Zombie-Animationen sind furchtbar und ansonsten sind es auch, es soll ein super leeres Spiel sein, keine Zombies. Überall sind komische Autoalarme, die einfach nur mega nervig sind und immer alle den gleichen Alarm haben und dir die Nerv rauben. Day Before soll furchtbar sein, ganz furchtbar. Und es sieht auch so aus. Es ist ein Extraction Shooter, trotzdem würdest du das so nennen, okay. Ich dachte, er ist so ein Open World Survival Ding. Aber da steckt auch Extraction drin. Na gut, okay. Wir haben Rauchblätter. Rauchblätter sind verdorben. Wieso das denn? Die gehören in den Kühlschrank. Rauchblatt, Rohstoff pflanzlich. Deswegen habe ich es nicht gefunden. Ja, ab im Kühlschrank mit Rauchblättern. Ja, ich höre das Feuerwerk. Ich glaube, der Dom liegt wieder los, oder?
Ja, Toni, du kommst ein bisschen zu spät. Sei froh, dass du das große Massaker nicht erlebt hast. Hier liegen sie alle. Unsere Beteiligung wurde durchbrochen. Molotows haben uns so ein bisschen den Chaos gemacht und es sind nicht alle tot. Speedy wurde entführt. Aber wir haben mittlerweile schon aufgestockt. Ishtar ist dabei, Toni ist dabei und Schnabeltier ist dabei. Und wir haben alle Bugs erledigt. Das war eigentlich die größte Leistung, die wir heute erreicht haben. Und wir haben noch nicht ein Holzbein verteilen können. Ein hochwertiges Holzkernholzbein. Sollte man nicht die Reste und Gegenstände aufsammeln? Ja, das sollte man auf jeden Fall. Wenn man sonst keine Dinge zu tun hat. Ishtar ist da gerade bei. Gucken wir mal. Toni Lustig ist am Sandstein abbauen. Das ist okay. Er kann den Kram draußen nicht einsammeln. Das macht er nicht. Kochen aus, jagen aus, unterhalten, okay. Feldarbeit kannst du auch machen. Aber nee, weißt du was? Du bist mal die... Was ist denn hier? Schnabeltier hat halt auch, ne? Bauen, Doppelflamme 10. Wir haben ziemlich krasse... Also Bergbauen. Ziemlich krasse Bergbauer. Das brauchen wir aber nicht wirklich, weil so... Hier ist schon ziemlich viel ausgehöhlt. Das Einzige, was wir Bergbau machen, ist das hier noch. Dann machst du danach mal Feldarbeit mit 4. So. Ishtar und Schnabeltier könnten noch Sachen reintragen. Schnabeltier macht das gleich. Ishtar trägt fleißig rein. Schade, das ging ein bisschen nach hinten los. Irgendwie hat unsere krasse Marketingaktion die Holzkernholzbeine zu verteilen, anscheinend irgendwie die Aufmerksamkeit der Konkurrenz auf sich gezogen, die versucht haben, uns zu überfallen deswegen. Wir haben hier ein verrücktes Tier, das ist ein Maiasaurier und nennt sich Tanky, greift an. Mal aufpassen, weil die Leute ja von draußen jetzt ein bisschen die Spoils reintragen. Das Shuttle können wir natürlich noch versuchen zu salvagen. Aber na gut. Es ist mitten in der Nacht. Spulen wir mal und schauen, was der nächste Tag bringt. Irgendjemand, der wach ist und den Dino abknallen möchte? Nee, wir warten, bis sie aufstehen, kümmern uns dann drum. Bleibt hier sein Unwesen, hier schlafen sie. Als erstes steht Schnabeltier auf. Und Schnabeltier möchte jetzt bauen. Das brechen wir kurz ab. Schnabeltier, du knallst den Saurier ab. Okay.